Aber so ist eigentlich ganz witzig, ist gerade ganz entspannt, finde ich. Nachher noch ein bisschen Leute ärgern vielleicht, mal gucken. Ja, guck mal, wenn der neue wirklich jetzt um 11 kommt, dann haben wir jetzt die eine Runde noch. Aber wenn wir vielleicht sogar zu vier Wenn kommen. er kommt, ich weiß es, ich habe ihm noch mal geschrieben hier, bist du wach? Kommt bis jetzt noch nicht. Nein, ich laufe noch. Naja, er ist so von der Fraktion, nachts bin ich gern aktiv. So. Kenne ich. Doch. So, wo ich zurzeit auch echt früh ins Bett gegangen bin. Also. Ich glaube, ich war gestern um 9 oder so, um 10 war ich im Bett. Ich habe mir übrigens mal die Regeln durchgelesen, Enrico, vom Dingsbums da, ja. Wie sollen das alles funktionieren? Was genau? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr kopiert irgendwie so ein bisschen immer die PC-Regeln. Das geht auf PlayStation alles gar nicht so. So mit Sterben und dann da und dann da. Und es geht doch alles gar nicht. Du hast doch dieses Reviven gar nicht. Du wirst doch irgendwo einfach respawned. Naja, du musst es dann so ausüben. Quasi. Wenn du stirbst, musst du da an die Stelle zurück und da die RP-Situation weiter ausüben. Ja. Auch bei dem anderen Dings habe ich das nicht verstanden, warum man das mal macht, bei diesem Einlagern der Autos. Geht doch auch nicht. Ich kann wie soll das funktionieren? Du fährst zu dem Platz hin und dann kannst du da quasi erst einlagern ausfinden. Also sollst du. Du darfst nicht einfach auf der Straße stehen und einlagern und wieder rufen, wenn es zum Beispiel kaputt ist oder so. Naja, mal sehen. Ich werde ja eh vielleicht dann, wenn ich jetzt mit meinem PC kriege, dann auf PC dann anfangen. Da geht das dann auch richtig. Würde ich auch gerne. Kann ich mir nicht leisten. Nächstes Jahr dann. Okay. Wenn wir unsere Gaming-Ecken aufbauen. High-End-Technologie. High-End, Alter. High-End. Drei Bildschirme, jeder 55 Dollar oben drüber. Ey, das Outfit gefällt mir besser, das sieht cool aus. Ja, ist aber auch wieder zu hell, wie man sieht. Oder? Yep. Ich habe mir erst gestern wieder gedacht, wenn jetzt das neue GTA 6 dann irgendwann mal kommt, hoffe ich doch mal wirklich, dass sie das mit der Polizei anders machen. Das ist ja schrecklich, auch im Story-Modus. Kommst ja kaum, kannst hier kaum irgendwo verstecken, ohne dass die dich finden. Oh, doof. Tunnel. Ja, ich hoffe, aber ich kann nicht immer nur in den Tunnel fahren. Ich hoffe nur, dass die irgendwann mal endlich das Polizei-DLC rausbringen. Das wäre geil. Jetzt kommt ja erstmal dann hier die Remastered von den alten Spielen. Im November. Da freue ich mich ja drauf, da kriege ich ja echt wieder einen Nostalgiker-Kick. GTA 3 mit aufgebesserter Grafik, Alter, geil. Ich habe es alle drei Teile gemacht bei auf meinem Kanal. Das Gebäude ist ja riesig. Ja. Der Rest wäre einfach hinterher. Spaß. Poppe 2. Aua. Unterstützer Kill. Ich hatte nur gesehen, ich dachte, er schießt mich als erstes, weil er mich gesehen hat. Ja. Aber nein, er rennt direkt Markus Kevin hinterher. Ja. Das war jetzt das Glück, dass ihr zu zweit wart. Ich habe den ersten eigentlich direkt in den Kopf geschossen, kommt auf mich zu und in dem Moment sehe ich hinter mir den nächsten. Oh oh. Wir sind beide hintereinander. Wir waren eigentlich die ganze Zeit zu zweit. Boah. Ich glaube, das ist Enrico jetzt, ne? Weil er den getötet hat. Du hast die ganze Zeit das Vibrieren.
Ich hab's auch gemerkt und dann dachte ich so, hä? Jetzt ist es auf einmal weg. Dann war es wieder da und dann war es wieder weg. Und dann habe ich erstmal realisiert, wie groß das Gebäude eigentlich ist. Ja, das Problem, er kann. Oh. Scheiße. Was? Alter, halt doch die Fresse! Jawohl! Wie oft habe ich auf dich eingeschossen? Ich glaube zweimal oder so hast du mich bestimmt getroffen. Okay, das ist ein bisschen unfair. Eigentlich hätte ich bei der. Das war. Ja, also, ja, wenn die Türen jetzt Schallschutz haben und trotzdem zerspringen. Und dann trotzdem, weil ich glaube, du bist rausgekommen, hast immer noch einen dazugesehen und ich hatte dich dreimal da mit der Taschenlampe. Ja, ich glaube, das Vibrieren ist, weil es ja zwei Stockwerke hat und wenn derjenige unter dir im anderen Stockwerk an der gleichen Stelle steht, vibriert das. Ja, das ja ist aber scheiße. Dann ganz leicht. Aber das mit der Waffe war jetzt unrealistisch. Ja, das war ein bisschen, fand ich jetzt gerade auch eigentlich nicht weg sein müssen. Weil vor allem, wenn Rico liegt tot am Boden, ich geh noch rennen, du Arsch. Und hau nochmal drauf. Oh Gott. Jetzt bin ich der Jäger, weil ich jetzt habe ich die Dings geholt. Oh, das ist assi. Ja, okay. Vor allem, was auch Enrico gesagt hat, was auch stimmt, ist, du spawnst irgendwie immer an der gleichen Stelle. Ja. Ja. Ja, zwei Schläge, weißt du, dann bist du tot. Weißt du, drei. Zwei waren es. Das war drei. Ja, du hast drei Schläge, aber zwei Treffer. Na gut, ich habe damit gerechnet, dass einer von euch hinter der Tür steht. Ich hab's gesehen. Ja, wenn du halt unten spawnst. Ja gut, klar, das ist unfair, das halt dann der gleiche. Du weißt dann, woher der kommt. Wenn du jetzt einmal selber gespielt, weißt du, woher der kommt. Das Einzige, was unfair ist an dem Modus, ist halt, dass du bei den meisten Maps siehst, alles siehst du ohne Taschenlampe. Na, Bunker und Casino sind halt arschdunkel. Ja, aber hier bei den normalen Schlitzer-Maps meine ich jetzt, das ist so Quatsch. Ja. Wofür dann Taschenlampe, wenn du eh alles siehst? Ja, für das Feeling wahrscheinlich. I don't know. So, ich gehe einfach runter und warte, bis hier irgendwann kommt. Alter, was macht der denn? Hast du das gerade gesehen, Enrico? Ich will dich hauen, er bleibt auf der Stelle stehen. Die Reaktion. Ich habe gedacht, der ist doch da. Nicht weggespawnt. Ja, hab ich gemerkt. Okay. Ja, klar. Ja, es war mir fast klar mit der Schrot. Ich habe auf Kopf gezielt. Kopf hat gerechnet. Tot. Ja, du bist unten rein. Ich habe damit gerechnet, dass du hochgerannt bist. Weil ich war am Schlagen und habe trotzdem nur Markus Leiche geschlagen. Und ich bin runtergesprungen. Ich stand auf den Dings und dann hast du mich noch geschlagen. Dann hatte ich noch so 3 HP oder so. Ah, okay, alles gut. So. Aber es ist trotzdem scheiße, ey, mit diesem Licht und den Waffen, also. Alles ein bisschen overpowered und dann auch trotzdem noch schlecht gemacht.
Und das Ding ist, bei den normalen Schnitzel-Maps, die einzigste Map, die wirklich dunkel ist, nämlich dieses Labor, ist so geradlinig aufgebaut, dass du gar keine Chance hast, irgendwo dich zu verstecken, ohne dem Schnitzer in die Arme zu laufen. Weil da ist nur ein Weg, der ist zwar lang, aber es ist eine Strecke. Oha, es soll GTA San Andreas bei den VR geben. Ja, für Oculus Rift. Crazy shit. Let the music play. Thank you.